Hallihallo, ihr Lieben. Es gibt heute eine neue Folge von Leaving My Hat On. Ich weiß, ihr musstet lange darauf warten. Und es ist ein Text, den ich schon vor über einem Jahr geschrieben habe, der aber jetzt gerade besonders gut, finde ich, in unsere Zeit passt. Und ja, viel Spaß dabei. Ode an ein bisschen. Auch wenn der Schwermut mich zurzeit fest in seinen Klauen hält, habe ich gerade ein bisschen gemacht. Ein bisschen abgewaschen, Pflanzen gegossen, ein bisschen geschrieben, ein bisschen aufgeräumt, etwas Gymnastik. Es ist immer besser, ein bisschen zu tun, als gar nichts zu tun. Jeder Handgriff zählt. Manchmal fühlen wir uns ohnmächtig beim Blick auf alles, was zu tun ist. Und manchmal führt das dazu, dass wir gar nicht erst anfangen. Besonders wenn man wie ich eine Perfektionistin ist. Dann kann es helfen, sich zu sagen, ein bisschen ist immer besser als gar nichts. Selbst eine abgewaschene Tasse, eine gegossene Pflanze, ein freigeräumtes Eckchen, ein geschriebener Satz, eine Kniebeuge. Alles zählt. Alles ist gut. Alles bringt dich ein kleines Stückchen weiter. Auch aus vielen kleinen Schritten wird eine Strecke, ein Weg, der dich irgendwann ans Ziel bringt. Nur aufgeben darfst du nicht. Richtung wechseln? Ja. Verschnaufen? Ja. Pause machen? Ja. Aber nicht liegen bleiben. Und vergiss bitte nicht, dich selber zu schützen. Nur du kannst das. Deine Erschöpfung ist real. Dein Schmerz hat Berechtigung. Dein Leid ist nicht egal. Lass dir von niemand was anderes einreden. Weder von Feind noch Freund. Weder von Angehörigen noch Fremden. Dein Leben, dein Weg. Sätze wie stell dich nicht so an. Oder anderen geht es noch viel schlechter als dir. Oder jetzt reiß dich mal am Riemen. Haben noch nie irgendjemandem geholfen. Leid ist kein Wettbewerb. Leid ist subjektiv. Leid ist nicht vergleichbar. Und nur du alleine entscheidest, wie viel genug ist, wann du weitergehen möchtest und wem oder was du deine kostbare Zeit widmest. Hör immer auf dein Herz. Wenn es sich richtig und wahrhaftig anfühlt, dann ist es das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch. Und wenn du mal nicht mehr kannst, dann ist das halt so. Lerne deine Grenzen da zu ziehen, wo sie für dich sinnvoll sind. Und auch hier gilt, ausprobieren ist okay. Scheitern ist okay. Veränderung ist okay. Nur weil etwas zu irgendeinem Zeitpunkt gut und richtig war, muss es das nicht bis an dein Lebensende bleiben. Wir alle sind in stetiger Veränderung, mal mehr, mal weniger. Sei stolz auf dich. Anerkenne auch kleine Leistungen. Und du wirst sehen, Handgriff für Handgriff kämpfst du dich aus dem Dunkel, dem Chaos, der Lethargie. Stillstand ist auf Dauer tot. Bewegung ist Leben.